Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Plauderecke. Ich habe mir wieder eine Frage rausgepickt, die ihr mir eingesendet habt. Und Thomas Müller hat mir geschrieben und hat Folgendes gefragt. Hallo Christian, ich möchte mir einen Blitz kaufen, meinen ersten. Kann mich aber nicht zwischen dem Nikon SB700, dem Metz 44A F-1 und dem Yongnuo 560-3 entscheiden. Jeder hat Vor- und Nachteile. Was ist deine Empfehlung? Ja, Thomas, das Thema Blitz ist natürlich ein sehr, sehr großes Feld, wo es sehr, sehr viel drüber zu erzählen gibt. Deshalb ist mir natürlich jetzt nur schwer möglich, auf alle Einzelheiten in diesem Video einzugehen. Aber ich habe mir drei Punkte rausgesucht, die ich denke, die wichtig sind, wenn es darum geht, sich einen Blitz zu kaufen, was man da eben beachten sollte. An erster Stelle steht natürlich der Preis und da gibt es natürlich die Top-Modelle von den Herstellern. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den SB900 und da muss ich leider sagen, habe ich am Anfang selbst noch nicht so viel Ahnung gehabt im Rahmen der Fotografie bzw. aufs Blitzen gesehen. Deshalb hatte ich mich damals für meinen ersten Blitz natürlich für das Topmodell entschieden. Viel hilft viel, habe ich gedacht und mittlerweile weiß ich, dass das definitiv nicht der Fall ist und dass die Teile hier einfach nur überteuert sind. Der Vorteil an so einem Topmodell direkt vom Kamerahersteller ist, dass er alle Systeme der Kamera unterstützt. Bei Nikon ist es dieses, ich glaube, Creative Lighting System heißt das Ganze. Das heißt, ich kann die Kamera nutzen, um den Blitz letztendlich fernzusteuern. Das geht dann über den eingebauten Blitz. Das funktioniert wunderbar, wenn ich so einen originalen Blitz habe. Aber ganz ehrlich, brauchen tut man das Ganze nicht, denn dafür gibt es Systeme, Funksysteme, die deutlich zuverlässiger sind und auch wirklich nicht viel kosten. Also das kann ich direkt schon mal vorweg sagen. Diese Systeme zum Auslösen des Blitzes, darauf sollte man sich letztendlich nicht versteifen, denn die Funksysteme sind meiner Meinung nach viel, viel besser. Ja, über welche Funktionen sprechen wir überhaupt? Die wichtigste Funktion eines Blitzes ist letztendlich, dass er Blitzlicht abgeben sollte und das können sie auch wirklich alle. Manche ein bisschen mehr von der Leistung, manche ein bisschen weniger. Klar, da gibt es Unterschiede, lassen wir aber jetzt mal außen vor. Letztendlich ist das Wichtige, dass du den Blitz zum Beispiel auf die Kamera setzt oder entfesselt auslöst und letztendlich hier die Blitzleistung selbst eingibst am Blitz selbst. Das heißt, du steuerst diesen manuell aus und dann kannst du dein Bild ganz normal mit Blitzlicht belichten. Da brauchst du keinen teuren Blitz, das können sie alle. Das geht mit jedem Blitz ohne Probleme. Der Unterschied, der hier bei den Blitzen auftritt, sind diese ganzen, ja, weiterführenden Systeme oder Funktionen wie zum Beispiel TTL oder HSS. Und da musst du jetzt letztendlich entscheiden, was davon brauchst du, denn danach richtet sich dann auch, welchen Blitz du dir kaufen solltest. Wenn du gerne Highspeed Sync nutzen möchtest, das heißt auch bei Verschlusszeiten arbeiten möchtest mit einem Blitz jenseits von einer 200stel oder bei manchen Kameras von einer 250stel Sekunde, dann musst du schon ein bisschen mehr ausgeben. Wobei im Yongnuo-Lager, also beim Chinamann, wie man so gerne sagt, gibt es einen solchen Blitz, den 568EX, glaube ich, heißt der. Ich verlinke das aber nochmal in der Videobeschreibung. Den gibt es dort schon für knapp unter 100 € und das ist wirklich ein No-Brainer, was Blitz angeht. Also wenn ich mir jetzt einen neuen Blitz kaufen würde, würde ich mir genau den kaufen, denn der unterstützt nicht nur HSS, sondern ist auch TTL-fähig. Und das Schöne beim TTL ist letztendlich, dass man ebenfalls aus dem Hause Yongnuo die 560 TX-Serie kaufen kann. Das sind solche kleinen Module, die man auf die Kamera drauf macht und unter den Blitz. Dann kann man über das TTL-System das so ein bisschen zweckentfremdt und zur Auslösung des Blitzes nutzen. Und das Schöne ist dann, man kann die Blitzleistung auch direkt am Blitz über dieses System regeln, muss also nicht immer zu dem Blitz hinlaufen. Deshalb für mich das TTL in einem Blitz, den ich mir kaufen würde, ist sehr, sehr wichtig. TTL hat aber natürlich noch eine ganz andere Funktion, nämlich die Funktion, dass du dich selbst nicht um die Belichtung kümmern musst. Die Kamera misst zunächst mal, wie viel Blitzlicht wird gebraucht und sagt das dann im Blitz. Geht alles völlig automatisch. Also wenn du eher so nach dem Stil fotografierst, ich lasse mal die Kamera machen, brauche aber einen Blitz, um eben ja nicht dieses immense Bildrauschen zu bekommen, dann ist ein Blitz auf jeden Fall sinnvoll für dich, der TTL unterstützt. Ich selbst habe noch so einen Standardblitz, das war damals der 560-3. Der hat all diese Funktionen, von denen ich gesprochen habe, leider nicht. Dafür empfehle ich dir auf jeden Fall den 568EX. Auch den verlinke ich, wie gesagt,
in der Videobeschreibung. Aber das hier ist ein sehr, sehr günstiger Blitz und wenn es wirklich nur darum geht, ihn irgendwo hinzustellen, manuell eine Leistung einzustellen und dann mitblitzen zu lassen, auch zum Beispiel im sogenannten Slave-Modus, das ist auch eine Funktion, die diese Blitze eigentlich alle haben. Das heißt, du stellst hier auf S2, das ist der Slave-Modus, und dann blitzt der mit, sobald irgendein anderer Blitz auslöst. Da brauchst du eigentlich bei dem Blitz dann nicht alle Funktionen. Reicht letztendlich, wenn du einen einzigen hast, den Raum schön füllt mit Licht und da blitzen die anderen schön mit. Also es gibt wirklich ein sehr, sehr großes Feld an Blitzen, die du dir zulegen kannst. Meine Empfehlung an dich ist, kauf dir den 568er, denn der hat alle Funktionen, die du brauchen kannst und für knapp unter 100 Euro ist das wirklich ein wahres Schnäppchen und da machst du definitiv nichts falsch. Mich würde jetzt interessieren, was sagt ihr zum Thema Blitz? Was soll sich der Thomas kaufen? Schreibt es in die Videobeschreibung rein. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp. Es gibt ja noch so ein paar andere Hersteller. Was würdet ihr empfehlen? Was ist für den Einstieg gut geeignet? Sollte man vielleicht gar nicht direkt diese ganzen Funktionen kaufen? Oder sagt ihr auch, ja, für 100 Euro kaufe ich mir einmal einen richtigen Blitz und dann habe ich alles. Ich habe euch hier unten noch weitere Videos verlinkt. Schaut da einfach mal vorbei, unter anderem auch das Video zu diesem Funkauslöser, den ich hier eben angesprochen habe, den 560TX. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, schaut mal einfach, hier unten gibt es einen großen Abonnieren-Knopf. Dann sehen wir uns am nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.